liebe Freunde des Dover Kart Races, da sind wir wieder. Bereit für ein spannendes Rennen auf dem amerikanischen Minecraft-Server Hypixel.net. Dieses Rennen wurde noch vor dem Update vom 18. Februar 2017 aufgenommen. Das heißt, es ist noch schnell und spannend. Unterdessen hat ja Hypixel durch den Abbau des Drift-Effekts das Spiel stark verlangsamt und ihm jeden Glanz genommen. Im Hypixel-Forum habe ich deshalb auch geschrieben, das Update verändert das Spiel vom Formel-1-Rennen zum Kinderkarussell. Umso wertvoller ist die Aufnahme, die ich euch heute zeigen kann. Im nachfolgenden Video fahre ich gegen vier Helper von Hypixel, nämlich The Bush Bandit, Sexman, Quiver Bow und Mr. Hellerman, der unterdessen Moderator geworden ist. Mit dabei als schnelle Fahrer sind auch die Nummer 134 Bernadette und 262 der Pico. Das Rennen findet in der Map Retro statt und los geht's! Pico ist am besten weggekommen, aber ich kann ihn mit einer Red Missile abschießen. Dunkelheit fällt über mein Sündighaupt. In der Rangliste sehe ich, dass The Bush Bandit mein erster Verfolger ist. Ich schaue mal kurz zurück, um zu sehen, wie nahe er dran ist. Oh Gott, ich stürze in den Schacht. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Nun muss ich einen Umweg machen und werde Zeit verlieren. Zu allem Übel trifft mich auch noch ein Blutorpedo da unten. Unterdessen haben mich einige Fahrer überholt. Bernadette vor mir will mich nicht nach vorne lassen und schießt mich mit einer Fireflower ab. Ihren Bananen kann ich aber ausweichen. Und werfe hier auch eine Banane hin, allerdings ohne Erfolg. Pico ist immer noch vor mir. Es lägt wieder mal und ich bleibe hängen. Ich fahre ausnahmsweise links hoch, weil rechts noch meine Banane vor dem Sprung liegt. Plötzlich fahre ich an der Spitze, der Pico schreibt im Chat, dass er irgendwo feststeckt. Mein Blick zurück zeigt, dass Bernadette hier nahe hinter mir ist. Ich schieße ein Red Missile. Danach wird der Bush Bandit als dritter Fahrer aufgeführt. City Bomb. Und wir werden wieder geblendet. Musik
Ein Bluttorpedo stoppt mich. In der dritten Runde könnte mir das den Sieg kosten. Aber niemand kann mich überholen. Der Bluttorpedo stammt von Megatron. Man soll die Decepticons nicht unterschätzen. Ich fahre wieder links. Die Banane liegt immer noch vor dem Sprung rechts oben. Und schließlich fahre ich vor Bernadette als Erster ins Ziel. Der Pico wird Dritter. Trush Bandit wartet vor der Ziellinie auf den anderen Helfer Saxman, den er noch mit seinen Green Missiles abschießen will. Es scheint, dass die vier Helfer Spaß miteinander haben. So soll es auch sein. Ein spannendes Spiel mit Leuten, die sich anstrengen, aber auch Spaß haben wollen. Nach der Siegerehrung zeige ich euch einige entscheidende Szenen in Slow Motion, so wie gewohnt. Das war's dann wieder. Vielleicht kann ich euch aus meinem Videoarchiv dann wieder einmal etwas zeigen, denn Turbo Kart Races gibt es in dieser Art ja leider nicht mehr. Bis dann, tschüss!